Hallo Freunde, beziehungsweise wie haben sich denn die Kinder in der früheren DDR-Besatzungszone begrüßt? Wisst ihr das? Seid bereit! Immer bereit! So und nicht anders. An so einem Tag wie heute, 1. Mai, Tag der Arbeit ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sind wir nämlich früher als Kinder, also ich kann mich da noch gut erinnern, mit Fähnchen, so Arbeiterfähnchen und Pionierfähnchen und von der Deutschen Demokratischen Republik Fähnchen in Gruppen durch die Dörfer und Städte gezogen. Also das war so ein Marsch und da haben wir mit Blaskapelle den Tag, den Arbeitertag gefeiert. Ja, das waren tolle Zeiten. Diese gemeinschaftlichen Aktionen, die fehlen ja heute irgendwie. Naja, dafür gibt es heute Internet, da kann man sich ja auch in Gruppen sammeln und bilden und finden, so wie das bei mir der Fall ist, in einer Kaninchengruppe. Ich begrüße und beglückwünsche euch zum 35-jährigen Bestehen der Kampfgruppen der Arbeiterklasse der Deutschen Demokratischen Republik. Und wieder befinden wir uns an der Kaninchenvilla. Ich möchte erstmal hier den Ausgang öffnen. Ja, die Lilliflo stürmt gleich nach draußen. Hier sind noch die Reste vom Futter von gestern. Und allgemein muss ich hier mal etwas Ordnung reinbringen weiter hinten. Das konnte ich die letzten Tage beobachten. Hat sich Fienchen ihr neues AA-Quartier gebaut oder festgelegt. Viele fragen sich vielleicht, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Tunnel, den Fienchen da gegraben hat, der da so 2 Meter in Richtung AA-Ecke ging. Ihr könnt es vielleicht jetzt hier ein bisschen beobachten. Der Tunnel existiert nicht mehr, nicht weil ich ihn zerstört habe, sondern Fienchen hat ihn selbst wieder zugegraben. Die hat aufgegeben, die hat gedacht, Mensch, es geht hier einfach zu schwer weiter und ich komme nicht richtig voran. Und da hat sie sich überlegt, da könnte ich ja in die andere Richtung weiter buddeln. Und die Richtung ist die, die jetzt gerade Fienchen steht. Die hat tatsächlich in die andere Richtung aber nur 30, 40 cm reingegraben und da war so viel Schotter, so viel Steine, die sind jetzt alle in den Häuschen drin, die Schottersteine, und sozusagen hat sie mit den Schottersteinen den ursprünglichen Tunnel zugeschachtet von alleine. Aber an diesem wunderschönen arbeitersonnigen Mai-Feiertag wollte ich euch eigentlich hauptsächlich die Kleinen zeigen. Bevor wir das tun, brauche ich noch ein bisschen Gras, weil ich habe nämlich festgestellt, die fressen alle schon mit. Und an meiner Wiese könnt ihr erkennen, dass es in letzter Zeit sehr viel Gras gab und das Gras hier vorne gar nicht so sehr nachgewachsen ist, wie ich das erhofft habe. Das liegt einfach wahrscheinlich an den Witterungsverhältnissen, denn es ist halt immer noch ziemlich kalt. Wie man mit einer Sense senzt, das habe ich euch ja schon erklärt. Ich hatte da noch ein paar Verbesserungsvorschläge, wie ich hole zu viel aus oder keine Ahnung. Viele haben gesagt, ich sense gut. Ich bin grundsätzlich kein Profi, müsst ihr wissen. Ich habe mir das selber angeeignet. Ich weiß das nur von früher, wie meine Eltern das gemacht hatten. Das sah ähnlich aus und daher denke ich, so viel verkehrt mache ich da nicht. Vor allem das Gras ist ja abgehauen. Ich bin auch nicht erschöpft nach so einer Essenzaktion und es geht wirklich schnell. Ja, ich teile jetzt das Gras ein bisschen auf, denn ich habe festgestellt, die Kleinen knabbern auch schon dran und daher kriegen die auch eine Portion. Wobei das egal ist, wo das Gras liegt, weil die Kleinen sind schon sehr aktiv. Das werdet ihr nachher gleich sehen. Ja, normalerweise mache ich das alte erst raus, aber da ich heute filme, das mache ich nachher, kommt erstmal neues Gras hier rein. Das andere, das tue ich dann hier vorne rein. So leckere Wiese, ne? Da ist wieder alles dabei. Von Löwenzahn bis Storchenschnabel über Spitzwegerich. Und was weiß ich, was für ein Kraut. Ja, ich weiß, ihr wollt unbedingt die Kleinen sehen. Ich war ja jetzt wieder eine Woche auf Montage und völlig überrascht, welche Fortschritte sie jetzt gemacht haben. Als ich am Samstag hier das erste Mal die Tür wieder aufgemacht habe, sind erstmal 3 rausgepurzelt. Die saßen nämlich direkt an der Tür und ja, ich war halt so euphorisch, ich habe die Tür aufgemacht, zack, lagen die draußen. Alle 3 sind in verschiedene Richtungen weggehoppelt. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Das ging zack, 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 da waren die weg. Und ich erstmal total erschrocken und überfordert mit der Aktion. Zum Glück sind alle 3 stehen geblieben, als sie gemerkt haben, hier ist Freiheit.
und ungeschützte Zone und sind von alleine wieder zurückgehoppelt. Ich musste dann bloß einen kleinen Schubs geben, dass sie wieder über die kleine Rampe oder Rampe, über diese kleine Kante drüber kommen. Aber vielleicht sehen wir das jetzt gleich nochmal in live, wenn ich die Tür jetzt öffne. Ja, die sitzen nämlich wieder an dieser Kante. Hier unter dieser Rampe. Ich glaube, alle 6 sind hier. Keins von denen befindet sich jetzt gerade draußen. Und ganz hier vorne ist mein Favorit. Also der Schwarze. So ist das letztens auch passiert. Komm wieder rein. Der Schwarze, der ähnlich aussieht wie der Schwarze oder Schwarz-Weiße, das ist mein Favorit. Wobei das jetzt nicht der zahmste ist, habe ich festgestellt. Aber der schönste. Der zahmste, das ist der hier. Der fast komplett weiß ist. Zumindest hat meine Tochter gestern den als zahmstes Kaninchen identifiziert. Sie hat nämlich permanent die Kaninchen haben wollen, streicheln wollen. Und da sie ja jetzt locker schon 5 Wochen alt sind, habe ich da auch keine Bedenken, dass da irgendwas passieren könnte. Und deswegen durfte sie auch regelmäßig die Kaninchen streicheln. Ich habe da auch mitbewirkt, denn die anderen sollen ja auch möglichst zahm werden. Und deswegen habe ich die jetzt auch alle rausgeholt, regelmäßig und gestreichelt. Also die sind jetzt hier schon einen Tick gewohnt, anhand der letzten 2 Tage von meiner Hand angefasst zu werden und flüchte nicht gleich, so wie es am ersten Tag der Fall war. Also der erste Tag, den meine ich jetzt, als ich das am Samstag hier aufgemacht habe, das erste Mal, dann sind die nämlich alle ausgerissen und wild durch die Gegend geflitzt, weil die das halt gar nicht kannten, dass das hier drin auch hell sein kann. Die scheinen heute noch alle recht müde zu sein, es ist ja noch früh am Morgen. Aber ich war ja nicht untätig die letzten 2 Tage. Im Gegenteil, ich habe meinen gesamten Speicher der Actioncam voll gefilmt. Alles nur mit Aufnahmen der Kleinen. Und die könnt ihr jetzt im Anschluss sehen. Ich muss heute am Tag der Arbeit, was eigentlich ein Feiertag ist, arbeiten. Aber macht ja nichts. Tag der Arbeit ist halt ein Tag zum Arbeiten für mich. Und ich werde heute an der Kaninchenvilla weiterbauen. Bevor ich euch die Aufnahmen zeige, habe ich mir gedacht, gehen wir noch mal kurz in den Garten. Vielleicht wollt ihr sehen, was ich da jetzt gemacht habe oder was sich da geändert hat. Bis gleich, ihr kleinen Racker. Ihr könnt euch gleich noch mal zeigen. Das ist Gerhard. Gerhard stört gerade wieder meine Videoaufnahmen. Aber das macht nichts, weil Gerhard. Aber Gerhard kann jetzt gerade mal zeigen, wie man Fische füttert. Gerhard, sag mal, wie füttert man Fische? Wie machst denn du das so? Man macht mich aus der Dose raus und schmeißt das rein. Eine Handvoll. Reicht, ne? So, also an den Fischen könnt ihr sehen, das Wasser ist immer noch ganz klar, weil man kann die Fische sehen. Ich habe den Filter jetzt vor 2 Wochen das letzte Mal gereinigt und zwar intensiv. Das Wasser ist nach wie vor unverändert klar und ich freue mich darüber, dass ich die Fische so toll sehen kann. Es sind unzählige kleine Fische hier drin. Auch die grauen da hinten, das sind wahrscheinlich Goldfische, die färben sich noch irgendwann. Ich glaube, das sind wahrscheinlich schon zu viele Fische. Ich müsste dann halt irgendwann mal welche rausholen. Es sind auch ein paar farbige drin, total bunte. Das könnten vielleicht Kois sein. Man weiß es nicht direkt. Oder ich weiß es nicht. Ja, mein Mitbewohner und ursprünglicher Eigentümer, der Gerhard, der kümmert sich halt früh und abends immer um die Fische, um das Füttern. Der schmeißt dann halt hier immer ausreichend Futter rein. Ups, hier liegt irgendwas im Weg, jetzt ist es kaputt. Aber viel mehr hat er nicht zu tun, weil der Teich, die restliche Arbeit übernehme ich. Filter reinigen und sonst gibt es ja eigentlich kaum noch was zu tun. Gerhard, wie haben wir uns früher immer begrüßt? Seid bereit? Immer bereit. Hier, wie ihr seht, der Gerhard kennt sich auch aus. So, auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter in den Garten und da muss ich nachher als erstes mal gießen, denn es hat hier in der Region die letzten Tage oder Wochen kaum geregnet. Hingegen in Stuttgart, wo ich da geprüft habe als Blitzschutzanlagenprüfer, da hat es nur geregnet. Ja, ziemlich langweilig, was ihr hier sehen könnt. Fakt ist, das ist unschwer zu erkennen, das sind nämlich Erdbeeren. Hier daneben habe ich 4 Reihen Möhren gesät. Und wenn man ganz genau hinguckt, hier hinten vor allem, sieht man schon die Möhren aus dem Boden rausschauen. Das sind Möhren. Die sind total schwer zu erkennen.
Die brauchen noch eine Weile, bis die eine gewisse Größe haben. Und dann muss man die vereinzeln. Das heißt, man muss den dichten Bestand etwas verdünnen. Also man muss ein paar Möhren rausreißen einfach und wegschmeißen. Hier daneben, das muss ich nachher auch dringend gießen, das sind Erbsen. Eine ganze Reihe, 5 Meter lang wahrscheinlich oder 6 Meter. Nur Erbsen. Und hier habe ich Kartoffeln gesteckt. Die habe ich erst gestern reingesteckt. Das sind lila Kartoffeln. Auf der Verpackung steht zwar blau, aber ich finde, die sehen lila aus. Den Rhabarber da hinten habe ich schon teils geerntet. Da gab es schon Rhabarberkuchen. Und hier könnt ihr jetzt sehen, hat sich der Topinambur von alleine extrem vermehrt. Ich werde wahrscheinlich hier irgendwann im Laufe des Jahres so 2 Meter hohe Topinambur-Pflanzen stehen haben. Zu den Beeren gibt es erstmal nicht so viel zu sagen. Das Einzige ist halt meine Heidelbeeren. Die machen mir Sorgen, trotz dass ich jetzt Kaninchenmist eingegraben habe. Aber ich denke, das dauert eine Weile, bis die darauf reagieren. Übrigens habe ich jetzt auch in die gesamten Beete unten drunter meinen schon halb verrotteten Kaninchenmist eingebuddelt. Und zwar in Unmengen. Also mein Kaninchenmisthaufen ist stark geschrumpft. Das ist mein Rübenbeet. So sehen die Rüben jetzt aus. Die Futterrüben. Kleine Mini-Pflanzen mit roten Stängeln. Daneben kommt noch ein Rübenbeet. Das schreit auch stark nach Wasser. Hier ist noch keine Pflanze draußen. Es dauert noch eine Woche ungefähr. Das sind nämlich die rote Beete-Rüben, also rote Rüben. Ja, diese Fläche, da fehlt noch sämtliches Saatgut. Hier sollen Bohnen rein. Und eventuell etwas Knollensellerie. Da habe ich jetzt hier unten diesen einen Streifen mit Knollensellerie-Samen gesät. Und Kohlrabi-Samen möchte ich diesmal auch ausbringen. Ich habe ja immer die Pflanzen fertig gekauft. Diesmal möchte ich die halt direkt in die Erde sehen. Das macht man erst Ende April, Anfang Mai. Es ist ja so Ende April, Anfang Mai. Deswegen, ich werde das jetzt demnächst machen. Also, wie ihr seht, es ist gar nicht mehr so sehr uselig bei mir im Garten. Trotz der geringen Zeit, die ich habe, habe ich die Zeit gefunden, da etwas Ordnung reinzubringen und vor allem meinen Misthaufen da etwas zu reduzieren. Besonders stolz bin ich jetzt erstmal auf dem, was ihr jetzt seht. Naja, das ist nämlich im Gewächshaus. Da sind jetzt hier noch die Reste zu finden von dem Spinner. Das haben wir nämlich alles schon geerntet. Diese schätzungsweise 5 Meter insgesamt Spinnertreihen haben eine Mahlzeit für 4 Personen ergeben. Natürlich sind hier noch ein paar Blätter dran, könnte man nochmal ernten oder man wartet, bis es nachwächst. Geht auch. Hier drüben mit dem Salat, da habe ich auch immer schon einfach so live weggepflückt und gegessen. Den könnte man auch jetzt schon längst ernten. Das werde ich auch demnächst tun. Und wie ihr sehen könnt, die Radieschen sind auch fertig gereift. Da haben wir jetzt auch schon ein paar rausgerupft und gegessen. Die sehen allesamt toll aus. Also kein einziger Schneckenfraß. Es gibt wahrscheinlich um die Jahreszeit noch keine Schnecken. Und wenn, haben sie das hier nicht gefunden. Also das ist wirklich empfehlenswert, dass man das im Februar schon sieht, Ende Februar. Und dann hat man innerhalb von ein paar Wochen schon die erste Ernte. Vorausgesetzt, man macht das natürlich in einem Gewächshaus. Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich hier von meinen Tomatenpflanzen. Das ist einfach nur ein Experiment dieses Jahr gewesen. Ich habe mal geschaut, was passiert, wenn ich die direkt im Gewächshaus in die Erde, einfach normale Erde reinstecke, also die Samen. Und wie die sich entwickeln. Nachts ist es ja doch schon ziemlich kalt und ihr könnt ja sehen, an deren der Stängel, hier sind nur ein paar wenige gekommen, die sind schon ziemlich blau. Und das ist grundsätzlich so, wenn es kalt ist, dann färben sich Tomaten in den Stängeln bläulich. Und so sieht es dann aus. Die sind nicht wirklich gewachsen. Es könnte sein, dass wenn die nächsten Tage nicht deutlich wärmer werden und die Sonne kräftiger scheint, dass ich die Pflanzen dann einfach gar nicht gebrauchen kann, dass ich mir dann doch etwas kaufen muss. Hingegen bei den Paprikas, die sind ja so ziemlich alle gekommen, auch die Gurken da hinten scheinen sich weiterzuentwickeln. Ja, die wachsen dann relativ zügig, sobald die Wärme da ist. Und bei den Paprikas muss ich mal schauen, das sind auf jeden Fall mehr Pflänzchen, als ich benötige. Diesen Spinat werde ich dann wahrscheinlich noch ein bisschen ernten und den Rest werde ich dann einfach untergraben als Gründünger. Und dann kommen hier diese Paprikapflanzen dann später rein. Wie gewohnt, dann da hinten werde ich wahrscheinlich dann die Gurken reinsetzen. 3 Pflanzen, mehr mache ich da nicht. Und auf die Seite ebenfalls Paprika. Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich arbeiten muss oder will. Also ich freue mich ja total drauf, jetzt an den Kaninchenwillen weiterzubauen. Und ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich unbedingt zwischendurch noch bauen möchte. Das mache ich so nebenbei. Das zeige ich euch dann später.
Aber Fakt ist, ich muss jetzt arbeiten, wo ich will. Und ihr könnt euch jetzt noch die Aufnahmen ansehen von den kleinen Rackern aus der Villa. Da habe ich ja noch zu sagen, dass es jetzt das dritte Mal ist, dass bei mir ein Wurf in der Gruppe funktioniert. Also in einer Kaninchengruppe, und zwar an unterschiedlichen Punkten, oder die Gruppen sind halt unterschiedlich. Da gibt es ja noch nicht allzu sehr viele Infos im Internet über dieses Thema. Meine Erfahrung ist nun, es funktioniert problemlos. Kann natürlich auch mal anders ausgehen, die Situation. Da reicht meine Erfahrung jetzt noch nicht komplett aus. Aber Fakt ist, ich habe jetzt 3 Würfe. Oder insgesamt waren es 4 Würfe. Eine hat ja nicht funktioniert, da wurden die Jungen totgebissen. Allerdings lag es daran, dass 2 Häsinnen so ziemlich gleichzeitig werfen wollten. Und die eine, die dann später geworfen hat, die hat wahrscheinlich die Jungen der anderen totgebissen, weil es ihr nicht in den Kram gepasst hat, dass die andere ihre Jungen an derselben Stelle in ein Nest gebuddelt hat, wie die andere Häsin halt das Nest buddeln wollte. Ihr wisst schon, was ich meine. Wer das probieren möchte, ich befürworte das. Und jetzt sind die Kleinen auch draußen. Wir können ja mal vorsichtig hingehen. Also meistens, wenn ich komme, verschwinden die und flüchten, wenn sie mich bemerken. Aber wenn man ganz langsam hingeht, dann haben wir vielleicht das Glück, sie in Action zu sehen. Ich habe sie leider hier draußen in dem Gehege nicht wirklich oft filmen können. Das ist jetzt sozusagen ein Highlight, dass das funktioniert. Sie haben mich, glaube ich, noch gar nicht bemerkt, da ich jetzt von oben rangehe. Aber sobald sie mich bemerken, verspreche ich euch, zack, sind sie wieder weg. Und wieder da. Also der da hinten ist mein Favorit. Sollte sich das als Weibchen entpuppen, dann werde ich sie wahrscheinlich behalten, weil ich mag einfach schwarz-weiße Kaninchen. Lilly Flo völlig geschafft, ist verständlich. Sie hat auch kaum noch Haare am Bauch, wie ihr sehen könnt. Deswegen waren da so wenig Haare im Nest. Jetzt jagt sie ihre eigenen Jungen durch das Gehege. Es ist auf jeden Fall total spannend anzugucken, wie die hier so rumflitzen. Die gehen auch immer in diesen Bau da hinten rein, wie ihr das sehen könnt. Das ist total cool. Da ist es mir geglückt, ein paar Aufnahmen zu ergaschen. Das ist das Favoritenkaninchen meiner Tochter, dieses Weiße. Das hat nur einen ganz kleinen dunklen Punkt am Rücken. Aber ansonsten ist es komplett weiß. Also diese kleinen Kaninchen verschwinden ja förmlich hier in diesem 8 Quadratmeter Bereich. Und blühen richtig auf. Total putzig. Also in circa 4 Wochen sind sie abgabebereit. Wenn jemand Interesse hat, soll er sich jetzt schon melden. 30 Euro kostet eins. Was bekommt ihr? Einen reinrassigen, tatsächlich kleinbleibenden Farbenzwerg mit Löwenköpfchencharakter wahrscheinlich. Und die bleiben wirklich klein. Also das ist vorherzusehen, dass die ganz klein bleiben, weil ihr seht ja an Lilly Flo, die Mama, die ist extrem klein. Und auch der Papa ist sehr klein geblieben. Vor allem das Weiße hier kommt nach dem Papa. Ich denke mal, das ist das kleinste von allen. Das wird auf jeden Fall klein bleiben. Ich weiß nur nicht, ob das Weibchen oder Männchen sind. Ich habe da jetzt noch nicht geschaut. Ich weiß auch nicht, ob man es jetzt schon erkennt. Ich warte einfach noch 1-2 Wochen. Und dann gucke ich da mal nach. Und werde ein separates Video machen von den Kleinen. Ein sogenanntes Verkaufsvideo. Also viel Spaß mit den nachfolgenden Aufnahmen und bis später. Ciao, sagt Jörg. Und denkt immer daran, seid bereit, immer bereit. So heißt es nämlich.